Ja, gab schon lange kein Video mehr von uns, denn bei uns hat sich auch einiges geändert. Ne? Ja. Ja, hat sich geändert, denn wir haben unseren Bus verkauft. Mir persönlich ist das sehr schwer gefallen, weil ich mir halt schon immer so ein T4 irgendwie gewünscht hatte und damit so ein bisschen durch die Gegend fahren und das war auch alles ganz schön. Aber ja. Irgendwie war es dann doch ein bisschen klein für uns. Also unsere Vorstellung einfach vom Leben für unsere Zukunft, so wie wir uns das halt eben vorstellen, wie wir diese verbringen wollen, dafür wäre einfach der Bus viel zu klein gewesen oder der Bulli viel zu klein gewesen. Genau. Wir hatten uns im letzten Jahr schon irgendwie, also oder als wir den gekauft haben, das ist ja jetzt auch schon, wie lange sind wir den gefahren? 2 Jahre, glaube ich. Ja, 2 Jahre haben wir gehabt. Genau, das war eine tolle Sache und für mal eben ein Wochenende wegzufahren oder ein paar Wochen Urlaub zu machen oder so. War das schon ganz toll, aber ja. Dadurch, dass der halt so klein war und wenn man dann freistehen will, das geht halt alles. Ja, man kann sich irgendwie auch arrangieren und dann das Bett umklappen und dann darin kochen oder sonst irgendwas machen. Ja. Aber man muss sich halt schon irgendwie einschränken. Ja, Vanlife hin oder her. Aber wenn man da halt längere Zeit drin verbringen möchte, dann ist es einfach, ja, zumindest für uns alten Leuten, ist es dann einfach zu umständlich. Ja, ich meine, wir sind ja jetzt auch, also ich sag mal, wenn das Wetter ein bisschen schlechter ist oder einer will sich drin umziehen oder auch der Toilettengang und all solche Sachen oder mit dem Kochen. Also es ist erstmal kann sich nur einer darin aufhalten, der andere muss dann immer rausgehen, der steht im Weg. Oder sich auf den Sitz setzen, ne, beiseite, halt ganz weit weg. Die Sachen, die wir mit hatten, also wir haben ja schon echt viel Kram auch mitgehabt, aber auch Sachen, die wir halt auch wirklich gebraucht haben. Dieses Hin- und Herräumen dann immer, boah, das ging einem auch echt auf die Nerven. Und ja, so schön es war, ja. Haben wir halt überlegt und es war halt auf der Liste, überwiegte halt das, was halt ja, uns gestört hat. Ne? Wie wir halt so durch die Gegend gefahren sind, wie wir halt gelebt haben, dann war es halt eher kompliziert. Und da haben wir uns dann kurz halt entschlossen, völlig spontan und überhaupt auch gar nicht drüber nachgedacht, uns etwas Größeres zu kaufen. Naja, naja, nicht ganz so. Also der Gedanke war dann schon da und dann haben wir einen Film gesehen, den haben wir schon öfter gesehen, aber dann halt irgendwie bewusst wahrgenommen. 303. Ja, die düsen halt da auch mit so einem Womo dann durch die Gegend. So ein Roadtrip ist das halt, ne? Genau. Und das war halt so ein altes Teil und das war auch schick und das gefiel uns eigentlich auch. Also die Art, jetzt kein Alkoven, sondern so ein Hubbett und halt schön Platz drin. Und ja, dann haben wir überlegt, wie soll ich das ausdrücken? Jetzt zur Zeit hat sich das also angeboten, ein Auto zu kaufen, allerdings nicht zu verkaufen. Also haben wir dann erstmal geguckt, was es so gibt auf dem Markt. Und ja, haben uns dann für ein Hümermobil entschieden. Haben uns 2 angeguckt und der 2. war's. Angeguckt, eine Runde gefahren, gar nicht großartig drüber nachgedacht. Und sofort Anzahlung gesagt, gemacht und mitgenommen. Ja, genau. Direkt 3 Tage später mitgenommen und dann war das Thema durch. Es ist ein Hümermobil 534 aus dem Jahr 88, hat ein H-Kennzeichen. Das ist für uns natürlich ganz toll, weil dann die grünen Zonen uns dann nicht mehr interessieren. Also die Zonen mit der grünen Plakette. Ja, wir können halt überall reinfahren. Ist ein Diesel, nimmt sich irgendwie 10 Liter, 74 PS, also Spitze 85, 90. Er fährt auch schneller, aber das wollen wir nicht antun. Und ja. Ja, solange wie wir hier in Deutschland unterwegs sind, lohnt sich das schon auch wegen der Steuern. Also man zahlt irgendwie die Hälfte der Steuern, die wir sonst eigentlich zahlen würden. Ein bisschen mehr als 190 Euro an Steuern. Vorher waren es 450 Euro. Ja. Und ja, die Versicherung, okay, wir haben den jetzt so versichert, also nur Haftpflicht. Ja, die Versicherung, die wofür wir uns entschieden haben, die machen, die versichern keine den. Teilkasko. Ja, genau, keine Teilkasko und auch keine Vollkasko. Da werden wir aber uns dann noch irgendwas überlegen. Aber dann kostet der irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen mehr als 100 Euro im Jahr. Ja, also das kann man gar nicht vergleichen mit dem T4. Und wir haben halt, also das ist, wie soll ich das sagen, eine riesen Luxuswohnung im Gegensatz zu dem T4. Ja,
das ist natürlich schon ein Riesenunterschied, auch wenn irgendwie, wenn das Wetter mal schlecht, also eigentlich ist es schon so, wenn wir frei stehen, dann baut man sich ja draußen auch nicht großartig auf, also es ist schon was anderes, als wenn man auf einem Festival ist oder wenn man halt auf einem Campingplatz ist, ne? Also dann stellt man sich ja draußen auch Stühle, Tisch und so hin. Wenn man irgendwo frei steht, macht man das ja jetzt nicht, dann nimmt man auch ein bisschen Rücksicht und das macht man dann halt nicht. Und dann ist es halt schön, wenn der eine irgendwie noch ein bisschen schlafen möchte und der andere kann schon mal aufstehen, kann Kaffee kochen, kann sich hier hinsetzen. Heute Morgen habe ich kurz darüber nachgedacht. Ich weiß nicht, vielleicht lehne ich mich auch ein bisschen weit aus dem Fenster, aber man könnte, glaube ich, gut sagen, der beste Vanlifer ist den man nicht sieht. Ne? Also wenn ich dann irgendwo auf so einem kleinen Wanderparkplatz oder sowas stehe für eine Nacht oder vielleicht auch mal für einen Tag, wenn hier halt weniger los ist, ich habe keine Stühle draußen, keine Markise, sonst irgendwas, nur der Bus steht da und ich halte mich, wenn ich da bin, halt im Bus auf und ansonsten gehe ich halt raus und gucke mir die Weltgeschichte an. Ich muss mich nicht aufbauen, ne? Ich muss andere Leute nicht belästigen damit, die können trotzdem neben mir parken, kratzt mich alles nicht. Das ist, glaube ich, schon ganz toll, dass man halt einfach den Platz im Bus hat und sich nicht dann im Weg steht. Ja, finde ich auch. Genau. Das Ganze soll jetzt keine Roomtour oder sowas werden, die machen wir mal im Nachgang irgendwann, weil noch das ein oder andere sich ändert. Ja, wir wollen, also mir liegt es irgendwie am Herzen, mehr glaube ich als dir, das Ganze einfach noch ein bisschen schöner zu gestalten, vor allen Dingen, da der Wunsch ja auch in der Zukunft besteht, kann ich das sagen dann? Ja, dass wir hier einziehen wollen. Und wenn wir hier einziehen und zu Hause, also unsere Wohnung und alles aufgeben, dann möchte ich mich hier drin pudelwohl fühlen. Und ich finde es jetzt einfach schon schön, hier drin zu liegen und so bestimmte Kleinigkeiten. Und sei es nur irgendwie die Elfe, die hier hängt und das Fenster mit unseren Traumfängern oder weiß ich nicht, so Kleinigkeiten dann hier zu liegen, das so anzuschauen, einfach zu denken, wie schön das ist. Ich sag mal, sein Zuhause richtet man sich ja zu Hause auch meistens schön ein. Ein Haus, eine Wohnung, wie auch immer. Und das soll es halt hier auch werden. Genau. Jetzt versuchen wir jede freie Zeit zu nutzen. Und im Moment gibt es halt viel freie Zeit. Ja. Noch ist das so. Wir sind halt immer weg, wenn es geht. Und probieren aus, testen, schauen, was wir ändern müssen, was passieren muss, wenn man denn dann auch eine lange Zeit dann hier leben will. Und zum Beispiel halt die Toilette, ja, da wird es dann nochmal ein Video geben, wir haben eine Trockentrenntoilette gebaut. Das ist schon total schön, ja, wenn man dann auch eine Toilette dabei hat und nicht irgendwie gucken muss, ja, oder einen Spaten nehmen muss. Dann halt Wasser, ja, wir haben eine Menge Wasser dabei, das ist jetzt allerdings kein Trinkwasser, das werden wir dann nochmal irgendwie so aufbereiten, dass man das auch direkt trinken kann. Das kommt noch. Wir haben hier Gas, ja, Gaskühlschrank, Gasherd, Gasheizung, Gas, Warmwasserboiler. Also wir sind schon, wenn man das so sagen will, sehr autark. Strom haben wir nicht, Solar noch nicht, kommt auch. Aber interessanterweise haben wir das bisher noch gar nicht wirklich gebraucht. Wir haben zwar eine zweite Batterie und die reicht für alles, was wir an Strom brauchen. Jetzt ein Rechner wird vielleicht schwierig werden, ne? Aber den haben wir ja auch bis jetzt noch nicht mit. Also. Genau, aber das ist halt auch noch geplant, aber das kommt dann auch irgendwann im Nachgang. Ne? Alles erstmal Zeit genießen. Zurzeit stehen wir hier am Edersee. Ja, mega erste Mal. Schön hier, ja, mega schön. Ja, wirklich, total toll. Wir stehen jetzt nicht auf dem Wohnmobilstellplatz, wir stehen frei. Fahren jetzt in die zwei Nächte hier, fahren jetzt aber gleich auch weiter. Aber es ist total schön. Also wir werden auf jeden Fall nochmal hier wiederkommen. Kann ich nur empfehlen oder können wir nur empfehlen, ne? Ja, genau. Ja, also stehen halt noch einige Projekte an, sei es von der Innenausstattung, um quasi schöner Wohnen zu gestalten oder halt einfach um auch bestimmte Dinge, die wir die wir meinen, die wir benötigen, ne? Also wie halt irgendwie sauberes Trinkwasser, dass man, egal wo man ist, auch im Ausland halt das Wasser dann trinken kann, dass man nicht die ganzen Plastikflaschen, die wir dann kaufen, ja, wie wir das gelernt haben, in Italien zum Beispiel kein Pfandsystem. Da gibt es kein Pfandsystem. Du hast hier die ganzen Flaschen aus Deutschland dann, die du hin und her räumst, die nicht los wirst und musst dann neue Plastikflaschen. Ja, das ist alles nicht. Ja, und Glasflaschen mitzunehmen, also jetzt Kästen zu kaufen, das ist halt auch immer so eine Sache. Viel Platz, schwer. Genau, und deswegen ist das zum Beispiel auch ein Projekt.
Ja, und so haben wir, also geht das nicht alles von heute auf morgen. Es dauert noch eine Zeit und aber es wird alles darauf hinauslaufen. Denn, also wir hatten schon mal die Intention, ja, also wir hatten schon den Gedanken, auch als wir den Bus ja damals gekauft haben, dann haben wir halt irgendwie gesagt, ja, wir wollen jetzt so viel wie möglich nur damit unterwegs sein, das soll halt irgendwie auch unser Leben sein und also irgendwo mit in den Alltag integriert sein und nicht nur, ja, dann zu sagen, man fährt damit in den Urlaub oder so und zu Hause soll quasi, ja, wie unser Arbeitsplatz sein. Also wir kommen nach Hause, um zu arbeiten und dann halt, wenn nutzen wir halt jede Gelegenheit, um wegzufahren. Aber das hat irgendwie nicht so geklappt, ne? Das hat irgendwie einfach nicht so geklappt, wie wir wollten und wir hatten da irgendwie auch, ja, kam immer auch viel dazwischen. Also so viel konnten wir das nicht so nutzen, wie wir es irgendwie eigentlich nutzen Ja, wollten. eigentlich schade, aber irgendwie. Das sollte nicht so sein. Wir hoffen, dass es jetzt anders wird. Also, und es ist jetzt schon auch anders. Also wir nutzen das jetzt auch schon ganz anders und wir leben es auch ganz anders. Also wirklich dann zu sagen, wenn wir unterwegs sind, so wie jetzt auch, ne, Sascha sagt auch, ich möchte keinen Druck haben, ne? Wir wollen einfach nur auch sein, ne? Also morgens aufstehen, wenn man aufstehen möchte, essen, wann man essen möchte und Irgendwo hingehen, wo man hingehen will. Und wenn nicht, dann bleibt man einfach da weg. Man muss sich nichts angucken, sondern einfach halt leben, nicht Urlaub machen in dem Sinne. Ja, Urlaub ist immer Stress irgendwie, ne? Aber wir wollen einfach dann einfach nur leben. also wirklich dem Stress entfliehen, das haben wir immer mehr gemerkt, auch jetzt das Stadtleben. Also wir leben ja direkt in der Stadt und ich merke einfach, für mich kann ich sagen, dass ich total geräuschempfindlich geworden bin und mich so viele Sachen einfach nerven, sei es die Autos, sei es dann die Baustellen. Und bei uns hinterm Haus, da werden jetzt oder sind jetzt die ganzen Bäume weggerissen worden. Das war auch mit so für mich der Auslöser, dass ich dann zu Sascha gesagt habe, er ist nach Hause gekommen und ich gesagt habe, boah, Sascha, ich will das nicht mehr. Jetzt ist der Punkt gekommen, ich kann mich von der Wohnung auch trennen. Ich will hier weg. Ich möchte einfach, ich will nicht mehr, ne? Genau. Also bei uns hat sich privat auch halt ganz viel getan und unsere Kinder sind auch groß und sind, ja, also es wohnt nur noch einer bei uns zu Hause und der hat auch noch die Zeit, Flügge zu werden, also in der Hinsicht, sich wirklich auch frei zu machen und sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Vorher gehen wir natürlich nicht, das ist ganz klar. Der wird dieses Jahr aber auch 18 und möchte auch sein eigenes Ding machen, das muss man mal dazu sagen. Und von daher, ja, da muss man ja halt als Eltern auch irgendwann mal gucken, okay, für uns beginnt dann ein neues Leben. Wir sind dann nur wir beide alleine und wir können jetzt unser Leben auch anders gestalten. Und zwar so, wie wir wollen, ohne jetzt immer auf Kinder oder so Rücksicht zu nehmen, was man vorher gemacht hat. Hat man natürlich auch gerne gemacht, aber es beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Genau. Aber Und das kommt später noch ausführlicher. ja, ich rede zu viel. Genau. Wir wollten eigentlich nur ein kurzes Video machen und sagen halt, der Bus ist weg. Der Bus ist da. Ja. Wir sagen auch Bus. Wir sagen nicht Wohnmobil. Das Walter heißt er. genau. Und Walter. er ist so schön. Ihr Warum? könnt, sorry, aber ihr könnt uns gerne bei Instagram folgen, entweder auf meinem Account Vivi Kunterbunt oder Sascha natürlich, auf Reisen im Bus. Da gibt es schon einiges zu sehen. Also wer neugierig ist und das noch nicht mitbekommen hat, der darf uns gerne da begleiten und mal rüberhüpfen und mal gucken. Genau, wir können das ja da einblenden irgendwo oder da irgendwann. Genau, also da gibt es auf jeden Fall öfter was Neues. Ich mache relativ viele Stories. Wenn ihr da Lust drauf habt, uns begleiten zu wollen auf unserem Lebensweg, kriegt ihr auf jeden Fall da viel mehr mit als hier bei YouTube. Ja, genau. Was gibt es noch zu sagen? Achso, der Bus ist verkauft, also der T4 ist verkauft an zwei ganz liebe Menschen, die wir auch dann jetzt grüßen und Aus blenden. Hamburg. Ja, Liebe Grüße nach Hamburg. wir blenden das dann mal ein, so die Abschiedsszene dann, ja, war schon bewegend für Für uns. dich. Ja, für mich auf Für mich nicht ganz so schlimm. Ein jeden bisschen schon, aber nicht so schlimm für wie für dich. Genau, die zeigen wir dann am Schluss. Also der ist verkauft, das. Der Bus, der ist jetzt auf einem neuen Lebensabschnitt unterwegs. Genau, und die beiden, glaube ich, sind auch, also ich glaube, er ist da in guten Händen. Das war auch noch so ein schönes Gefühl, den da wirklich abzugeben und zu sagen, boah, die freuen sich da drauf, die haben richtig Bock da drauf, die haben wohl auch Videos dann geguckt und waren total verliebt in den. Und also es ist ein junges Pärchen mit Ja. einem Hund.
Und ich denke, er ist da in guten Händen. Ja, die haben übrigens die gleiche Intention auch, na, auch mit dem Stadtleben entfliehen. Für die ist es ein bisschen einfach, haben sie erzählt, irgendwie ein paar Kilometer, so eine halbe Stunde oder sowas, dann sind die direkt im Grün und ja. Da wollen die einfach dann mal raus. Genau, ja, das war's eigentlich schon. Also jetzt wird hier auch in Zukunft natürlich wieder ein bisschen mehr passieren auf dem YouTube-Kanal. War ja fast jetzt ein Jahr nichts. Mhm. Sind auch schon ein paar Videos entstanden, also es ja, wird genau. Das wird schon was kommen. Kommt. Genau, das nächste Video, ja, kann ich ja schon mal eine Ankündigung machen, weil ich da nicht so viel drin gequatscht habe. Wir machen ja jeden Freitag Pizza, ja, und gestern war Freitag, gestern gab es auch Pizza, und zwar Pizza im Bus. Pfannenpizza. Pfannenpizza, genau. Pfannenpizza kann ich nur empfehlen. Kommt die Tage, könnt ihr euch da mal anschauen. Wir lieben Pizza, wir wollen nicht auf Pizza verzichten. Absolut nicht. Und das Rezept steht aber drin und so. Schaut es euch einfach an, das wird bestimmt ganz witzig. Oh. So, genau. Wir fahren jetzt weiter und sagen dann jetzt einfach mal bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.